Abend zunächst mal. Ich will es relativ kurz machen. Ich denke, dass wir mit der Leistung unserer Mannschaft sehr zufrieden sein können. Ich bin mit der Mannschaftsleistung über 90 Minuten sehr zufrieden. Ich denke, wir haben hier gegen eine sehr ambitionierte Mannschaft, gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft, wie ich finde, über 60, 70 Minuten ganz klar den Ton angegeben. Wir haben in der ersten Halbzeit vielleicht die beste Halbzeit gespielt in der Saison. Ich denke, wenn wir dort mit 2-3-0 in Führung gehen, darf sich Lotte nicht beschweren. Sie hat bis dato aus meiner Perspektive keine wirkliche Gefahr ausgestrahlt. Wir hatten das Spiel, den Gegner bis dato unter Kontrolle im Griff. Ich finde, dass wir auch in der zweiten Halbzeit gut dagegen gehalten haben, dass Lotte irgendwann auch mal zu Torschancen kommt. Das ist selbstverständlich bei der Qualität dieser Mannschaft. Ich denke aber auch, wenn man die 90 Minuten komplett Revue passieren lässt, dann ist das letztendlich ein sehr, sehr glücklicher Punkt für Lotte. Ich denke, wenn man die 90 Minuten komplett analysiert, wenn man die Addition der Torschancen sieht, waren wir deutlich vor Lotte, auch in der Qualität der Torschancen deutlich vor Lotte. So, dass ich letztendlich mit dem Punkt leben muss. Wenn man mir vorher gesagt hätte, wir kommen hier mit einem Punkt wieder nach Hause, hätten wir ihn mitgenommen. Aber ich denke, Sie werden verstehen, wenn ich sage, so wie das Spiel gelaufen ist, hätten wir heute aufgrund der 90 Minuten einen Sieg verdient. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe Ostern. Danke. Ja, von mir natürlich auch erstmal frohe Ostern an alle. Wir hätten ja gerne am Donnerstag gespielt, leider hat das da nicht funktioniert, sodass wir heute jetzt am Ostern hier spielen müssen. Ich bin heute mit dem Auftritt meiner Mannschaft überhaupt nicht einverstanden. Wir haben in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gezeigt, dass wir vorne drauf gehen, dass wir Bälle festmachen, dass wir das spielen, was wir trainiert haben. Beziehungsweise Trainingsleistung waren auch nicht so gut. Da müssen wir jetzt sicherlich auch nochmal die letzten Wochen dran arbeiten, auch nochmal hier ein wesentlich höheres Niveau zu bringen. Essen hat eine sehr gute Leistung gezeigt. Die haben uns wirklich unter richtige Probleme gesetzt. Erste Halbzeit haben wir ein Chancenverhältnis von 3-1 ganz klar für Essen. Zweite Halbzeit haben wir dann ein Chancenübergewicht. Letztlich kann man sagen, dass es natürlich in der letzten Minute dann auch ein glücklicher Punkt ist, aber auch den nehmen wir natürlich gerne mit. Wir haben, was ich sagen muss, immer wieder ganz kuriose Schiedsrichterentscheidungen. Wir haben 3-4 Situationen, wo man Elfmeter pfeifen kann. Dass natürlich nicht jede Situation Elfmeter gepfiffen wird, aber wenn Alex Kotuljak da in der 80., 85. umgetreten wird und der Schiedsrichter Vorteil laufen lässt bei einem anderen, in einer engen Situation eine Schussmöglichkeit, das hat für mich nichts von Vorteilregel zu tun, da muss ich auf den Punkt zeigen. In der 80. Minute, dann steht es da 1-1 und dann haben wir auch eine Möglichkeit, noch das Spiel für uns zu drehen. Letztlich muss man sagen, dass wir selbst heute zu wenig eingebracht haben, um hier 3 Punkte in so einem Spitzenspiel Bayerns zu behalten. Und dementsprechend Glückwunsch auch an Rot-Weiß Essen für die tolle Leistung und für den Punkt. Und wir müssen uns jetzt in den nächsten 2 Tagen darauf konzentrieren, unsere Top-Leistung zu bringen, von den Nerven her ganz klar diese zu behalten und überzeugt zu sein, was wir spielen wollen und das dann auch durchbringen und dann am Mittwoch 3 Punkte aus Bochum mitzunehmen. Herzlichen Dank.